Oder lauter Hi. Ja, muss auf jeden Fall lauter sein. Urlaub Review. Urlaub Review. Und damit willkommen zum Teneriffa-Vlog. Ja, Teneriffa war schön. Jetzt ernsthaft? Hallo. Hallo. Hi. Teneriffa war sehr schön. Also war. Teneriffa war sehr schön? Ja, wir machen gerade ein Review zu Teneriffa-Urlaub. Okay, der Vlog beginnt zuerst, aber egal. Und das hier ist noch nicht Teneriffa, das hier ist der Humastorm. Warum sind wir hier? Warum Schuhe? Wegen Tami und Lisa. Shopping. Eine Stunde vor Abflug. Toll, eine Stunde vor Abflug. Naja, bevor wir da sein müssen. Kriegen wir alle aus Bild? Kriegen wir alle aus Bild? Ah, Chris ist nicht drauf. Der ist am Handy. Guck mal, hör. Hi. Jennifer von Kiddies verfolgt. Da unten. Folgen. Da. Okay, Back. Nachdem wir jetzt erfolgreich shoppen waren, nicht, außer hier gesunden, frisch gepressten Orangensaft, geht es jetzt langsam auch Richtung Flughafen. Ja. Wann geht der Flug? 17.35. 17.35. Wir haben? 17, nix. 17.40, fuck. Ja, hab ich schon gesagt, es war sehr, sehr erfolgreich. Aber wir haben Donuts. Ja, Donuts und Berliner, toll. Ah, die Berliner sind hier. Keine Berliner. Es ist ein Kölner Block. Kommt zumindest aus Köln, zumindest mache ich dir, weil ich aus Köln komme, das sind Berliner. Das da sind Berliner. Und das da und das sind Berliner. Und das da sind Berliner. Nein, das sind Berliner. Könnt ihr mal in den Kommentaren abstimmen. So. Da geht's gleich durch. Sicherheitskontrolle hat soweit alles gut funktioniert. Alles soweit. Wie war das mit deinem Tablet? Rückstände auf Sprengstoff gesucht. Positiv auf Sprengstoff getestet. Läuft bei dir, Chris. Beim letzten Mal war es auch ein Sprengstofftest, aber leider. Nee, das war ein Drogentest. Das Drogentest? Das war ein Drogentest. Wo du jetzt alleine geflogen bist oder wo, nee, wo wir zusammen waren? Wo wir zusammen geflogen sind, glaube ich, haben die gesagt, Sprengstofftest. Ja, da war, ja, alles, da war alles okay. Das war aber auch dein Tablet. Und ja. Diesmal. Gut. Ich habe mich auf alles getestet, glaube ich. Müssen wir natürlich wie immer auf die beiden Mädels warten. Die sind irgendwo da hinten verschollen. Danke, Wohnen. Gleich geht's in den Flieger nach Teneriffa. Fast 5 Stunden für Ryanair. Ja, 5 Stunden Ryanair. Geil. Wir sind gelandet. So, Mietwagen haben wir jetzt auch. Man sollte auf jeden Fall gut Englisch dafür können. Ich habe das so gar nicht hinbekommen. Da gab es Probleme mit dem Mieten. Also ich habe das, was ich nicht verstanden habe, war einfach, ich habe den Wagen im Internet komplett gebucht gehabt und hier konnte man das quasi alles nochmal von vorne ausfüllen, weil es wohl Probleme gab mit der Vollkasko und so weiter. Und ich habe kein Wort verstanden. Also man sollte auf jeden Fall Englisch können und das kann ich immer noch nicht. Naja, jetzt geht's nur noch mit dem Mietwagen ins Hotel. Ich gucke immer noch auf den Bildschirm, ich muss sagen, würde in die Kamera zu gucken. Also jetzt geht's mit dem Mietwagen ins Hotel und viel wird es auch heute nicht mehr geben. Wir sind jetzt endlich am Hotel angekommen. Mit dem Mietwagen, das ist die totale Katastrophe. Das ist ein nagelneuer Wagen und ich kann den so gar nicht fahren, die Kupplung, boah, kommt die spät. Und das nächste Problem ist jetzt, wir kommen nicht ins Hotel rein, es gibt keinen Haupteingang. Oh, es ist sehr dunkel. Ja, das mit dem Eingang, das müssen wir jetzt noch irgendwie hinkriegen. Ich war mal auf der anderen Seite.
nichts. Außer El Privado. Also, keine Ahnung, wie wir jetzt da reinkommen sollen. Und an dieser Stelle muss ich den Vlog auch schon unterbrechen. Denn zu der letzten Szene hat sich herausgestellt, wir standen am falschen Hotel. Unser Hotel lag auf der anderen Straßenseite. Kurz darauf kam ein Mann raus, der hat uns dann begrüßt und uns ins Hotel gelassen. Und nun geht es weiter. Oh, hallo. Hi. Ja, gehen wir einfach mal geradeaus durch. Willst du oder soll ich? Was? Erklären. Küche. Los Küchos. Los Polos. Da unten haben wir einfach einen Pool. Da. Und das Geilste kommt noch, das sehen wir alles noch. Wir waren nämlich selber bis jetzt nur hier unten in der Etage. Also hier eine kleine Küche. Ist da was im Kühlschrank drin? Oh, das ist das Wichtigste, das Wichtigste. Okay, wir müssen einkaufen. Oder haben wir hier eine kleine... Nein, nichts mehr, man kann nichts essen. Ist okay. Brauchen wir jetzt nicht alles durchgucken, Chris. Dann haben wir hier eine kleine Essecke. Couch mit L-Fernsehen. Paramount Network. Da ist schon eine Dusche. Kleine Dusche. Hier war noch, glaube ich, ein Abstellraum. Eine Waschmaschine ist da. Ach, eine Waschmaschine. Waschen können wir also auch. Okay, gehen wir nun mal nach oben. Ach, bitte. So. Was haben wir hier auf der Etage? Hier war ich noch gar nicht. Also ein kleines Schlafzimmer, okay. Zwei Betten. Das andere Schlafzimmer. Was haben wir? Alter, das ist voll das Luxusbad. Ne Badewanne. Ich freue mich noch nicht gebaden. Luxus. Hier ist eigentlich das Jugendzimmer. Und eine kleine Toilette nochmal. Was? Egal. Okay. So viel zu der Etage, dann noch eine nach oben. Wir haben einfach drei Etagen. Okay. Abgeschlossen. Scheiß die Wand an. Alter, was haben wir denn? Ist das nass oder? Das fühlt sich so an. Scheiße. Einfach mal. Das ist ja mal mega geil hier. Das ist ja mal voll geil. Da ist der Pool nochmal zu sehen. Ob man von hier aus reinspringen kann. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie geil ist das denn? Also, wir haben sogar ein Aschenbecher. Ich bin echt begeistert hier. Drei Etagen, so eine riesen Wohnung. Wir haben sogar zwei Aschenbecher, wie geil ist das? Ja. Wow. Ich bin nicht Raucher. Wow. Wow. Wo sind die Mädels jetzt? Warum sollen wir oben bleiben? Wenn wir hochkommen. Ich wollte aber gerade mit der Kamera runtergehen. Nein. Oh. Das ist schon mal auch so geil. Also wenn wir Versteck spielen sollten, ich glaube, ich weiß, wo Chris zu finden ist. Ach, natürlich. Das gut. Das sehe ich. Ich gehe nochmal runter. Ich schaffe den Jump. Okay, warte. Man hat es nicht ganz drauf gehabt. Ist gut, ist gut. Aua, meine Beine tun so weh. Oh, ist das traurig. Ja, Christian, es ist... Ich kann das nicht sehen. Aber ich finde das mit dem Pool so geil. Sogar eine Mikrowelle, Leute. Ui, da ist ja was drin. Wir können... eine Gewürzmischung machen. Was ist das Essen? Das ist Mist. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das noch gut ist. Ich weiß nicht, was es ist. So viel zur Roomtour. Dann würde ich mal sagen, Christian. Ja. Vielen Dank für den Besuch. Nee, warte, umgekehrt. Ich habe ja besucht. Scheiße. Ja. Auf jeden Fall danke für das Rumführen. Wir sehen uns dann in Deutschland wieder. Ciao. Schön. Bis dich. Also, wir müssen zur Erdbeers Family, zu Saturn, zu TK Maxx.
kann nur kurz rein. Kein Schnuppern. Was ist mit deinem Arm los? Das ist kein Spiegel für. Das ist kein Beauty-Vlog, okay? Bist du nicht? Boah. Hi. Das kommt definitiv nicht aus, Karin.